wie leise ich das stellen muss, damit man mich überhaupt hört. Ich habe es nämlich ziemlich leise auf meinen Knöpfchen. Ja, schönen guten Abend wünsche ich euch. Herzlich willkommen. Hier ist Dercho TV live mit Games Live, mit Tales of Symphonia, Freunde. Es geht mal endlich auch mal wieder hiermit weiter. Wünsche euch einen schönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, wir hören uns wie in einer Disco in den 90ern. Was? Noch nicht. Ich habe im Übrigen auch die Musikliste nicht erweitert im Moment, aber das werde ich morgen irgendwann im Laufe des Tages machen. Habe ich morgen ein bisschen mehr zu tun. Wie ihr ja bemerkt habt, ne, dieser Stream geht jetzt erst um 21, kurz vor 21 Uhr los, ne? Gewöhnt euch im Übrigen nicht dran. Das ist wie gesagt eine Ausnahme. Ich habe schon zu Beginn des Streams erklärt, für die, die jetzt dazugekommen sind und sich wundern, warum fängt er jetzt das an? Es liegt einfach daran, dass ich im Moment privat ein bisschen umstellen muss. Das hat aber auch einerseits wegen der Corona-Krise zu tun. Und ich habe mich halt für Dinge bereit erklärt, die ich halt machen wollte, um nicht nur hier jeden Tag vorm PC zu sitzen. Was ich an der Wange gekratzt. Ja, habe ich. Ja, habe ich. Scheiß Pickel. Hier, ganze Süßkram hier mit Eistee und ganze Scheiß. Hi, Wuppi im Übrigen. Schönen guten Abend. Das hat geblutet wie Zunder. Gut, dass das jetzt meine Schokolade ist. Das Problem ist, die Kamera wird das hier direkt zeigen. Oh, guten Abend, Eiski. Ja, ist blöd, er ist scheiß drauf. Ja, ich habe das halt immer noch. Ne? Ich bin 30, kriege immer noch Pickel. Ne? Also ich bleib jung. Scheiß auf immer 24. Ich bleib immer jung. Ich bin ja so ein Süßer. Nein. Wie gesagt, das ist halt nur eine Ausnahme. Ja, es ist eigentlich eine Menge. Don Pedro, das ist völlig normal. Ich habe mich damit abgefunden. Das liegt halt auch einfach daran, dass ich weniger fettes Zeug essen soll. Hier. Wampe! Ja, ich wollte eigentlich wollte ich dieses Jahr mit Joggen anfangen, um meine Kondition wieder hinzukriegen, nachdem ich bemerkt habe, als ich diese drei Schränke hier mit meinem Mitbewohner hier hochgetragen habe und das ganz nach oben, Dachgeschoss, ne, habe ich bemerkt, meine Kondition ist nach einem Jahr im Arsch. Als ich noch ne, Lagerlogistik hier gemacht habe, meinen alten Job bei Klaas und Kock, da hatte ich noch Kondition. Jetzt ist Kondition. Dein Bauch ist ein Pickel. Ja, ich habe auch einen Bauch, aber keine Pickel. Ja, jeder hat das halt anders. Ne? Jeder Körper ist nicht gleich gemacht. Auch wenn es heißt, jeder Mensch ist gleich. Wir haben dieselbe Blutfarbe und so. Ganz Kram. Ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Wie gesagt, das wird jetzt nicht zur Gewohnheit. Was machen die Grafiken und Overlays für die Streams? Du siehst sie doch. Die sind eigentlich auch schon oben. Ich muss nur halt ein paar Veränderungen machen. Wo du auch gerade schon da bist, lieber Icekicks, das kann ich nochmal sagen. Die Alerts sind aus. Die Alerts sind aus. Warum? Ich bin gerade dabei, neue Alerts zu basteln. Nur ich habe keine Ideen. Einerseits bietet mir Stream Elements nicht die Fonts an, die ich habe, also sprich die Schriftart. Ne? Also wie zum Beispiel, ich könnte die Schrift nehmen wie das Dercho TV-Logo oder wie das hier mit dem Stay at Home ist oder wie man das hier unten zum Beispiel sehen kann, da mit DerchoTV.de. Das nimmt der leider nicht an. Und wenn ich eine andere Schriftart nehme, die ich nicht besitze, sieht es auch scheiße aus. New Times Roman. Wer will den Scheiß? Deswegen bin ich gerade ein bisschen am Experimentieren, weil ich weiß nicht, wo ich es hinpacken soll, damit es für alle Szenen passt. Ne, ich kann ja halt nicht bei Games Live eine, ne, die halbe Grafik unten durch einen Ticker verdecken, der nicht existiert in diesem Format. Im Übrigen habe ich noch gar nicht mal nachgefragt, wie es eigentlich so läuft, ob er den News-Ticker hier vermisst oder nicht. Ne? Stream Elements kennt wohl nur Comic Sans. Und Arial. Und Techna. Ne, Techna Sans ist ja hier die Schrift hier von Dercho TV. Wie heißt sie? Veranda heißt sie. Da ist wirklich Veranda. Wie eine Veranda. Ich muss eigentlich trinken, aber ich scheiß drauf. Ist zu viel PlayStation und so. Apropos PlayStation. Ich habe keine, aber egal. Ja. Und das ist halt so jetzt der Grund. Also ich sehe via Stream Elements die Benachrichtigung. Ihr hört aber akustisch und seht akustisch nichts. Ne? Also das ist noch. Also ich hatte heute ein paar Ideen. Die Ideen haben mir aber nicht gefallen. Ne? Die sollen ja auch dem Streamer gefallen. Das da hinten ist doch der Netto, oder? Nee, das ist, was du da siehst, Wuppi, dieses gläserne Haus da, das ist nicht irgendwie für Einkaufswagen oder so. Gegenüber, direkt gegenüber, ist ein Autohaus von Daimler-Benz. Ich muss einmal über die Straße und dann so rum. Also quasi ist der Netto das Haus da daneben. Also da, nochmal drüber gegenüber. př װװװװװ==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 
Wenn das Haus nicht wäre, wäre dann schon der Netto. Benz Clown. Alter, die Smarts sehen da geil aus. Sorry, wenn ich über die Smarts rede, aber na, ja, fast, wie gesagt. Ja, und der Seite hier ist Bascha. Und hier hinten irgendwo, da hinten irgendwo wäre Tankstelle. Also dahinter? Ja, also sprich hinter dem Autohaus ist der Netto. Eigentlich da auch ein bisschen höher, müsste man sagen. Mercedes-Benz auf Instagram klauen. Ja, so Mercedes-Stern abbrechen, genau. Ja. Und unten Imbiss drin. Nee, der Imbiss ist ja hier nebenan. Auch quasi, also ein halbes Haus weiter, weil. Nee, ein Haus weiter. Da ist das Imbiss. Da ist der Imbiss, da ist der Bascha. Im Übrigen machen die tolle Döner-Teller, um das mal kurz mal zu sagen. Ja, war schon lange kein Döner-Teller mehr. Hab ja mir einen Döner hier noch am Sonntag vor dem Stream reingepfiffen. Ja, das wäre schön. Du glaub mir, wäre ich Stammkunde. Ich hätte aber auch mal wieder richtig Bock auf eine richtig originale Currywurst-Pommes-Mayo, die ich richtig sehr vermisse. Also die richtigen Pommes, ne, wir haben uns die mal hier am Wochenende mal gemacht, ich und Error. Also so Pommes, Currywurst-Pommes-Mayo. Aber es war halt nicht dieselbe. Ich will halt die original, richtig schön in einem richtigen Imbiss, ne, die Currywurst-Pommes-Mayo essen. Ist in diesen Zeiten leider im Moment nicht so gut möglich. Ne, und diesmal will ich mal einfach mal schauen, was soll's. Wird ja gelockert, ne? Entweder kriegst du, keine Ahnung, einen Herzinfarkt, weil du zu viel gefressen oder zu viel Süßigkeiten gesoffen hast, oder kriegst Corona. Ne? Eigentlich bin ich auch Risikogruppe, aber ich fühle mich gesund. Sagt er im Moment, und morgen hustet er wahrscheinlich um sein Leben, so könnte man das behaupten. So, um das jetzt aber nochmal gescheit zu erklären. Es ist, wie gesagt, es ist selten im Moment jetzt erstmal aktuell. Eigentlich ist es ja so geplant, Streams beginnen hier immer um 19 Uhr. Nächste Woche, das möchte ich auch nochmal ganz kurz erklären, nächste Woche wird es auch eine kurze Zeit sein, wo, glaube ich, nur der Freitag um 20 Uhr sein wird. Nur der Freitag um 20 Uhr. Geil, gratis Bier. wo nur der Freitag nächste Woche um 20 Uhr sein wird. Vielleicht aber auch früher, ich kann es nicht versprechen, weil nächste Woche wird nämlich eine Probewoche sein, nämlich eine Probewoche bezüglich späterer Sendezeit. Ich möchte das ganz kurz hier gerne mal thematisieren, weil sonst vergesse ich das. Das bedeutet, nächste Woche gehen bis auf den Freitag alle Streams erst um 19.30 Uhr richtig los. Also es wird vorher wieder so einen Countdown geben, klar. Also so um 19.15, 19.20 könnte halt der Stream also angehen. Nächste Woche ist, wie gesagt, also Montag, Mittwoch und der Montag, Mittwoch, Freitag wäre ja auch, und der Sonntag, der Freitag aber wird wahrscheinlich 20 Uhr eher sein. Und nächste Woche sind im Übrigen die beiden Extended Streams, die der Skillschnitzel hier im Übrigen getriggert hat. Und ich habe Angst, Freunde, Freunde der Nacht, ich habe Angst, dass einer von euch die 100k knackt und dann den 16-Stunden-Stream auslöst. Wir haben ja noch Feiertage im Übrigen. Also ich kann mir das theoretisch irgendwie einbauen vielleicht. Wie ich das dann aber mache, keine Ahnung. Ne? Wollen wir mal sehen. So, aber ich mache jetzt erstmal die Musik aus und starte jetzt mal das Spiel. Ich habe, wie gesagt, wegen privater Dinge nicht viel vorbereitet. Das heißt, ich werde hier und da vielleicht noch ein bisschen umschneiden und so. 16 Stunden Stream aus der Küche. Dann werde ich platzen. Ja. Weil mir dann nichts einfällt vor Wut. Ja. So. Dann starte ich mal Tales of Symphonia. Wechsel auf diese Szene hier. Darf mal wieder diese Kamera grabben. Die mal wieder scheiße gemacht. Ich sag's immer wieder, ich tue es aber nicht. Guck mal, jetzt ist sie sogar hier so nicht. Ne? Vielleicht mache ich das einfach mal, warte mal, so. Ne? Guck mal, jetzt sitze ich mittig. Ne? Ich sollte auch mal vielleicht mal den Knopf mal einfach mal drücken. So, wo haben wir die Game-Aufnahme? Da haben wir sie, Tales of Symphonia. So, jetzt müsste es wahrscheinlich die Hälfte des Bildschirms, müsste ich jetzt irgendwie 16 Stunden Stream aus dem Dönerladen. Ja, da kann... Da muss dann erstmal so ein Vertrag her, so dass ich vom Bascha Geld kriege, so Code. Apropos Werbung, ihr seht es ja unten rechts eingeblendet, ne? Falls ihr mal irgendwie, keine Ahnung, günstig an Spiele kommen wollt, ne? Wenn mal, sagen wir mal, ihr euer Geld für Eistee, Döner, Chips, was auch immer ausgegeben habt. Hallo, Spiel? Ah, danke schön. Gut, will hier nicht abgreifen, ne? Willst du nicht abgreifen oder was? Im Übrigen entschuldigt mich, wenn ich so auf Türke mache. Ich habe
Ich habe bemerkt, dass irgendjemand, ein ganz netter Mensch nämlich, so, bevor wir das nämlich machen, weil jetzt erstmal Folgendes, ich mache die Szene jetzt mal groß und mich dafür kleiner, habe ich nämlich, was guckst du? Kennt noch jemand die Sendung, was guckst du? Was guckst du? Von Kaya Jana, der im Übrigen ja schon selbst hier auf Twitch streamt, ne? Zuschauerzeiten wie früher in Sat.1 hatte. Ne? Was guckst du? Fast alle 6 Staffeln von Was guckst du sind auf YouTube sind auf YouTube verfügbar. Ne? Das finde ich geil. So. Weg. Dankeschön. So. Jetzt muss ich mal wieder auch mal hier wieder rumfriemeln. Heißt, es bleibt mal ein kurzes Standbild. Machst du denn da Arschbacke? Arschbacke. Arschbacke, Mann. So. Und, oh, wir sind alleine. Wir sind alleine. Ach ja. Alter. Muss mal ganz kurz mal hier ins System gehen. Anpassen. So. Lautstärke. Ach, guck mal, hier die Mucke. Ne, können wir auch so ein bisschen leiser machen. Machen wir mal alles hier 64. Ne? 69 gibt es hier nicht, aber 64. Und da können wir auch nochmal speichern, falls ich es vergessen sollte. Die 1 Minute. So, von wem waren das Dönertier? Erkan und Stefan, oder? Ja, Dönertier war von Erkan und Stefan. Und ja, wie gesagt, also alle 6 Staffeln, nur kurze Info. Ich gucke mir sie auch gerade alle an. Erinnere mich nur dann leider wieder an die ein oder andere Ausgabe, die ich mal gesehen habe oder die ich mal selbst mal auf VHS aufgenommen habe. So, was haben wir eigentlich in der letzten Session mitgekriegt? Also, wie ihr wisst, ich habe ja schon mal irgendwann mal versucht, Tales of Symphonia hier zu streamen. Damals noch auf meiner alten Laptop-Krücke. Genau, Familie Yildirim mit Frostbeule. Ne? Winter, ich heiße Winter. Um aber jetzt aufs Spiel zu kommen, habe ich ja versucht, auf meinem Laptop Tales of Symphonia zu spielen. Wir sind an einer Stelle nicht weitergekommen, weil einerseits habe ich sie irgendwie nicht hingekriegt, was wahrscheinlich wohl wieder der Grund sein wird, weswegen wir dann diese Session hier wahrscheinlich irgendwann abbrechen. Aber ich werde mich dann eher offline bemühen, was ich auch vorher schon getan habe. Habe dann beschlossen, mit dem neuen PC wird es einen Neuanfang geben. Ist gesagt, getan. Erster Stream war ja jetzt vor, ich glaube, 3, 4 Wochen, wo mich YouTube darauf schön hingewiesen hat, dass die Zoom-Musik im Hintergrund von Tales of Symphonia geclaimed wurde. Dankeschön für nix im Übrigen, aber das ist normal. Und deswegen sind wir jetzt hier stehen geblieben, kurz vor der Abreise von Colette, der ja, Auserwählten und so. Wer die Geschichte von Tales of Symphonia nicht kennt, soll sich halt Ausrufezeichen YouTube gerne nochmal den Stream von den letzten Stream mit Tales of Symphonia angucken. Wie ihr wisst, ich lade ja jetzt ja alle hoch. Ne? Also ich habe mir ja so ein bisschen die Arbeit abgenommen, was bedeutet zum Beispiel Update Live hochzuladen. Also es wird 2 Themen wieder geben, wo man das machen kann, aber darum werde ich mich auch erst morgen kümmern. So. Neuschi winselt. So, was haben wir hier? Das ist Dirk, Vater von Lloyd. Ja. Ach ja, stimmt, ich habe es auf Japanisch gestellt, weil es sich besser anhört. Zwergenregel 2. Alter, wie viele R's hier? Erinnert mich so ein bisschen immer mit dem R an meiner Tastatur. Ich habe da ab und zu mal Probleme, dass also, wenn ich zu schnell schreibe, dass dann ein paar Buchstaben doppelt sind. Sieht man auch in den Artikeln auf der DVD. Da. Alter. Reise. 2 Apfelgele. Wasser des Lebens. 500 Galt. Karte von Silverand. Ich
Mann, was für ein Schmalz, genau. Blech, Schmalz. Oh, Penis, Genius. Ja. Da gehen wir mal ganz schnell. Lloyd, Paridra hat nach dir gesucht. Paridra? Okay. So, Paridra. Bist du nicht zufällig du? Wenn ich groß bin, gehe ich auch auf eine Reise zur Welterneuerung. Aber vielleicht herrscht ja schon Frieden, wenn ich groß bin. Ja, wer weiß. Nee, Lloyd. Mai kara kininatte tan da kedo. Oh, nan da yo? Lloyd to Daikouji san te sa, dou yatte seikei o tatete ru wake? Seikei? Lebensunterhalt? Gomen. Dou yatte okane to ka kaseideiru no? Tokidoki oyaji no tokoro ni saikumono no irai ga kuru nda yo. Kekkou kane ni naru rashii ze. Hee, Daikouji san te yuumei nan da ne. Sono suji de wa yuumei nan da tte sa. Hindere dem Kind zu laufen. Warum auch nicht? So, dann müssten wir, glaube ich, zu Colettes Haus gehen, ne? Das ist nicht hier, das ist die Schule. Für Sicherheit speichern wir aber. Weil Penis ist mit dabei. Genius ist mit dabei. Aha, Dirk. Ja. Dirk ist der Handwerker, das wussten wir alle nicht. いつもよりみょうに明るかったよ。村のみんなにも大丈夫だから頑張るからって。あいつ何か隠してるんじゃないか。隠し事や悩み事がある時いつもなんかしらじらしい態度じゃなかったか。そうかも。ファイドラばあちゃんなら何か知ってるはずだ。 Vielleicht auch nicht, wer weiß, ne? So, dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir dahin? Tatsache. Oh, hallo Lloyd. Paridra, ist Colette wirklich schon abgereist? Ja, in der Tat. Ach, guck mal, sie kennt den Haarshampoo-Mann. Hat sie mir die falsche Uhrzeit gegeben? Colette hat mich gebeten, dir diesen Brief zu geben. Boah, ein Brief. Und weiter drüber. ごめんなさい。私はロイドに嘘をつきました。世界再生の旅は今まで大勢の巫女が失敗してきた危険な旅です。大好きなロイドを巻き込みたくなかったの。Puh, die deutsche Sprachausgabe ist ja einerseits weird und andererseits doch ein wenig vulgär. Ich hab's vergessen noch zu sagen, ich spiele Tales of Symphonia mit auf japanischem Originalton mit deutschen Untertiteln. Hä? Ich habe versucht, die Ha, sie hat nicht Leute gesagt! Sie hat Leute gesagt, aber das steht da oben nicht! Ich hab's gewusst. Sayonara. Was soll denn das? Das hört sich ja fast wie ein Testament an. Ja, so könnte man es nennen. Wie meinst du das? Leute, Genius, da ist etwas, was wir vor euch und den anderen im Dorf geheim gehalten haben. Colette, nein, die Auserwählte ist bereits... Mal geknallt. Was war das denn? Kann ich nicht nach oben? Ich will erst mal gucken, ob ich hier was finde.
Höschen! Nein, Spaß. Höschen? Höschen? Nein, ist jetzt gut. Alter. What the hell? Das brutzelt aber sehr schön, würde ich sagen, ne? Alter! Oh, hier, Pseudo-Mega-Man. Damit wir uns den ganzen Scheiß nicht nochmal anhören müssen. Speicher. Gehen wir mal hier lang. Alter. Haha, brenne, brenne. Würde nicht eine Brennnessel reichen? Schau, da sind noch Überlebende. Was für Überlebende? Was für Überlebende? Shinsinken! Shinsinken! Mit Niveau! Ohne! Das ging schnell. Das war auch sehr einfach. Ja. Nun. Gehen wir mal weiter. Oha. Ach, guck mal, Pseudo Mega Man. Was das Schöne dabei ist, man hört die Spracherkennung, man hört ihn nicht reden, also ich zumindest, ich höre nur das Brennen des Feuers. Ja, das Lunnen des Feuers ist deutlich lauter, ja, da muss ich dann das wieder ein bisschen lauter machen. Oder zumindest das leiser. Wirtskörper F192. Habt ihr den Bürgermeister gesehen? Wirf die K.O. Ja, der Bürgermeister mit Schnauzbart. Ist wahrscheinlich Türke. Ach, guck mal, der hat eine. Der Hinterleut hat eine rote Nase, wahrscheinlich schon gesoffen. Ach du Junge. Oh, no, Moment. Ach nee, geht hier gar nicht. Scheiße. Ich hätte gedacht, das würde hier gehen. Alter Verwalter, haut aber ordentlich rein. Hier, komm her! Alter. Ha! Ja, komm her! Alter. Da hau ich mir mal erstmal schön mal Apfelgel rein. Ja, ich... Fireball! Ich muss gerade erstmal auf meine Attacken gucken. Ich habe alles vergessen. Oben Sonic ist... Alter, ich hab... Alter! Ja, falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Falsche Richtung! Alter! Ja, das wäre eine gute Idee. Moment! Erstmal gebe ich mir mal. Alter! Nein! Alter. Geh mal, glaube ich, mal mit doch noch mal was reinpfeifen. Und zwar, nein, Apfelgel. Dankeschön. Alter.
Oha, 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 oha. Alter! Und mit zumindest Penis! Alter! Oh scheiße, ich habe ja gar keinen Dingens mehr, ne? Scheiße. Wow, ich habe nur noch 2 HP! Ja nun, Penis, mach mal! Woher willst du das wissen? Das ist vielleicht mein Irgendwie. Ficken der Hölle. Geh mal andersrum. Ich weiche nämlich den anderen nämlich einfach aus. So. Damit wir fit bleiben. So, überspring mal das Ganze hier. Ja, 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 bla bla bla, bla bla bla. Ich sag, ich find's schön, wenn wir jetzt heute daran schon scheitern, ne? Also. Dann kriegt er wieder seine Zuckungen, bla bla bla. Der Bürgermeister guckt wieder so doof. Problem ist nämlich, ich hätte, glaube ich, vorher nicht speichern dürfen. Ne? Aber mal schauen. So. Mach aber jetzt mal Folgendes. Dann nehme ich das magische Auge. Alter, 5000 HP, das kriegen wir doch. Boah. Alter. Alter! Alter Verwalter. Nein, das hätte ich nicht machen dürfen. Oh. Hallo. Scheiße. Komm, greif an. Alter. ...2000! Alter Verwalter, komm. Nein! Dornblast! Okay. Erstmal kriegt Genius sein Orangengel. Alter, Genius, geh weg! Meine Fresse! Dieser Penis! Aua! Immer zu spät auf den. Alter! Oh Mann! Und ich darf mir wieder Apfelgel verpassen! Nein! Alter! Genius! Déjà-vu! Erstmal muss ich gucken. 472, das schaffen wir! 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 Alter, wenn ich jetzt deswegen verkacke, ne? 76! Ich schaff das! Ha! Das war richtig scheiße. Was ist das? Angelus. O Domine Patri Angel. Oh Gott, bitte nicht. Komm jetzt, der möchte gern Mega Man.
Na, sehen wir mal. Marvel. Ach du Scheiße. Ja, ich wollte euch die Spannung nicht wegnehmen. Das ist im Übrigen Marvel, die eine alte Dame, die wir beim letzten Mal gesehen haben in der Menschenfarm. Jetzt macht Boom. So. Ich möchte gern Mega Man ist dort, glaube ich zumindest. Lord Mega Man Pseudo. Ja, gehen wir mal alle erstmal hin, Gangbang. So, jetzt gibt's noch mal Dresche vom Bürgermeister. Das sieht so aus wie so ein türkischer Bürgermeister. Hast du deine Bruder angezogen? Nein, ist jetzt gut. Sollte weniger was guckst du gucken, ne? Ja, werden die lebt. Guckt euch den mit der Brille an, wie der aussieht. Hey, ich bin nicht bereit, um den Auserwählten zu helfen. Und der da hinten denkt sich so, ich fahre meiner Sau. Menschen auf der Farm verrotten noch so oder so. Ja, du noch nicht, nur. Guck mal, zumindest hier siehst du jetzt, setzt sich jemand zumindest ein. Ja. Warum hat man den nicht umgebracht? Was sagst du da? Hast du nicht gesehen, wie viele Menschen hier gestorben sind? Guck mal, wie die das auch nicht verstehen, ne? Genius nimmt Lloyd quasi in Schutz. Das ist auch wirklich wahr, weil wer den letzten Film gesehen hat, hat auch gesehen, ne? Dass Genius Lloyd gefragt hat, bla bla bla, etc. pp. Ne? Aber naja. Ja. Ich überspringe das hier mal alles, weil mir geht dieses Dingens echt auf den Senkel. So. Mal erstmal folgendes. Und einerseits anpassen. Leiser, ne? Ich glaube, Feuer muss laut sein, ne? So nach dem Motto. Ich glaube, bei der Musik ein bisschen leiser. Sprache ein bisschen lauter. Ja, das wird mal so passen. Ah, jetzt. Ja, so, dann gehen wir mal. Komm, Neusch. Werft euer Leben nicht weg. Möge die Göttin Martell euch beschützen. Lloyd erhält den Titel Suchender. So, dann wollen wir mal schauen. War das das? Nein, das war Status, genau.
Kombo-Anfänger suchen da. Ein Titel für alle, die 10 Treffer-Kombo geschafft haben. Ein Junge auf einer Reise, die Last seiner Sünden tragend. Die Vergangenheit begeht nie. Ah, nee, ich weiß nicht. Wie schaut's mit Penis, Genius aus? Da lassen wir es erstmal so. So. Das heißt. Das ist der Wald von Iselia, ne? So, dann gehen wir mal los, ne? Na komm, wir kämpfen wir mal ein bisschen. Waren die noch angeschlagen? Ne, sind sie nicht mehr, ne? Alter. Wir müssen ja ein bisschen mal jetzt mal auch hier ein kleines bisschen trainieren hier. Ne? Damit wir auch mal ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, aber auch ein bisschen Geld. Genau, wie war es jetzt eigentlich mit Kochen? Wir haben nichts. Ein Sandwich, nix. Synopsie. Das Massaker. Dirks Haus. Iselia wird attackiert. Die Designs erteilen den Bewohnern eine Lektion, da Lloyd und Genius den Vertrag mit den Designs verletzt haben. Forcius, einer der 5 Großfürsten der Designs, also sprich Fake Mega Man, hat Marble in ein Monster verwandelt und sie mit ins Dorf gebracht. Sie soll Lloyd töten. Gerade als es so aussieht, als habe Lloyds letzte Stündlein geschlagen, opfert das Monster sein eigenes Leben, um ihn zu beschützen. Forcius wird verletzt und die Designs ziehen sich zurück. Das Dorf selbst hat durch die Attacke schweren Schaden erlitten. Die Bewohner machen Lloyd und Genius für das Massaker verantwortlich und verbannen sie. Lloyd ist wütend über das barbarische Verhalten der Designs und angewidert von seiner eigenen Unzugänglichkeit. Da sie keinen Zufluchtsort mehr haben, machen sie sich Lloyd und Genius auf den Weg in den Süden, um Colette zu suchen. Süden. Hallo. Und in dich reinlaufen. Komm mal, Wolf. Der Wolf. Der Vogel. Alter! Und komm her! So. Ein Ei! Hühnchenfleisch! Oh, lecker! Hühnchenfleisch, Ei! Hä? Oh. Hm, was gibt's? Was hast du da im Maul? Guck mal, deine Tasche ist offen. Du hast es wahrscheinlich selbst fallen lassen. Oh, danke, Neusch. Lass sehen. Es ist ein Brief vom Paps. Vom Dirk? Ja, ich frage mich, was da drin steht. Lieber Lloyd, hast du den Reiseführer gelesen? Darin sind die 7 wichtigsten Zwergenregeln verzeichnet, sowie Informationen, die ihr für eure Reise braucht. Macht von diesen Informationen Gebrauch und beschützt bitte Colette. Es sind 14 Jahre vergangen, seit ich dich gefunden und aufgenommen habe. Du konntest kaum laufen. Ich weiß noch nicht, wie sehr du dich vor mir gefürchtet und wie du geweint hast. Wie auch immer. Und jetzt ist ein starker Schwertkämpfer aus dir geworden. Ach, Papst. PS, da es nicht im Reiseführer steht, erkläre ich dir in diesem Brief, wie Erfgemen verwendet werden. Lies den Brief sorgfältig durch und zieh ihn gegebenenfalls zur Rate. Lesen, wie die Erffähigkeiten aktiviert werden, ja von mir aus. Um die Erffähigkeit zu aktivieren, wähle zuerst das entsprechende Menü aus und danach den Charakter, dem sie zugewiesen werden soll. Jeder Charakter kann über maximal 4 Erffähigkeiten verfügen. Wähle einen Slot für die Erfgeme. Und drücke A, um die Fähigkeiten anzuzeigen, die durch die ausgewählten Erfgeme verfügbar sind. Drücke A erneut, um die Erfgeme ins Slot zu platzieren. Das Aktivieren einer Erfgeme allein reicht nicht aus, um Erffähigkeiten zu aktivieren. Erffähigkeiten sind erst aktiv, wenn die Erffähigkeiten, die verwendet werden sollen, ausgewählt und bestätigt wird. Fähigkeiten, die durch Erfgen aktiviert werden können, beliebig oft geändert werden. Du solltest sie an deine Situation und deine Bedürfnisse anpassen. Eine Erläuterung der Eigenschaft der Erffähigkeit lesen. Ja. Es gibt 2 Arten von Erffähigkeiten. S-Typ, Schlagtyp und T-Typ, Tech-Typ. Abhängig vom Typ werden die Charaktere jedenfalls andere Fähigkeiten lernen. Ob du deine Charaktere als S- oder T-Typ anlegst, bleibt dir überlassen. Sobald du Erfgeme ausgewählt hast, kannst du sie nicht mehr entfernen. Du kannst sie aber eine neue Erfgeme an ihren Platz setzen. Wenn du eine Erfgeme aktivierst, ist die alte Erfgeme verloren und ihre Fähigkeiten verschwunden. Na komm.
Wenn du mehrere R-Fähigkeiten aktivierst, können die kombinierten R-Fähigkeiten entstehen, die sehr effizient oder die speziellen spezielle Merkmale aufweisen. Spezielle Merkmale, ne? Probier verschiedene Kombinationen aus. R-Fähigkeiten wurden in deinem Trainingshandbuch hinzugefügt. Und mir ist die Musik doch etwas zu laut. Zumindest die Mucke. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Speichern wir erstmal. So, ich wollte in den Süden. Ja, komm her. Scheiß Vogel! Boom. Guck mal, nicht mal. Weißt du, wir haben von... Nein, egal. Kann ich noch irgendwo hier Items finden oder so ein Scheiß? Ah, eine Kiste. Hi. Eine Kiste. Ach, war ja sowas von klar hier. Wölfe und der ganze Scheiß. Ich muss mir das gleich auch nochmal mit den Erfgen mal genauer anschauen. Weil... nicht mal eingekauft. Ne? Wir sind einfach aus dem Dorf rausgeschmissen, obwohl da hätten wir auch nicht mehr kaufen können. Shop ist abgefackelt worden. Was haben wir denn hier? Erfgeme Level. Ach, guck mal. Da können wir ja direkt loslegen. So. Erfgeme. Wir haben nur eine, ne? Level 1. Würden natürlich Magie und Stärke. Ich würde Leute, was könnte ich geben? Stärke, Widerstand, Spott und Adlerauge. Ich würde mal... ja, setzen die mal ein. Stärke haben wir schon. Ne? Wir würden Widerstand haben. Spott würde nichts ändern. Adlerauge erhöht Genauigkeit und den Schaden physischer Angriffe bei Gegnern mit geringem Fluchtwert. Ja, würde ich Adlerauge mit reinnehmen. Ne? Wir können das halt dann auch entsprechend wieder ändern. Müssen wir aber nicht. So, mehr R-Fähigkeiten habe ich leider nicht. Also Genius kriegt nichts. Da müsste ich dann die nächste Erfgeme halt dann benutzen. So, komm her. So. Komm her, du scheiß Wolf. Der Wolf. Hase. Komm her. Hase, bleib hier. Danke. Möhre und Pelz. Pelz ist wertvoll. Ich habe gelernt, dass Pelz hier sehr wertvoll ist. Warte, im Süden, ne? Hä? Gehen wir erstmal hier hin. Haus des Heils. Ich glaube nicht, dass wir hier Colette finden, dass wir Colette finden werden, indem wir planlos herumlaufen. Lass uns jeden fragen. Lass uns jeden, den wir sehen, nach Colette fragen. Haben wir Colette gesehen? Mehr können wir nicht tun. Okay, lass uns diese Person hier fragen. Verzeihung. Hm, was gibt's? Ist Colette, ist die Gruppe der Auserwählten hier vorbeigekommen? Keine Ahnung, ich habe sie nicht gesehen. Verstehe. Wir haben... Seid ihr beiden auf Pilgerfahrt? Nun, etwas Ähnliches. Du siehst nicht so aus, als wärst du gewohnt zu reisen. Du hast eine Karte von Silverant dabei, leih sie mir bitte kurz. In der Gegend um Iselia ist jetzt der Fernsichtmodus verfügbar. In jeder Region dieser Welt gibt es steinerne Wegweiser. Wenn du einen findest, kannst du das tun, was ich gerade getan habe, und deine Reisen werden viel einfacher. Wenn du bequem reisen willst, solltest du vielleicht versuchen, sie zu finden. Das wusste ich nicht. Soll ich dir etwas über das Reisen erzählen? Ja. Wenn du dich im Fernsichtmodus über das Gelände bewegst, fährt die Kamera zurück und macht so einen größeren Abschnitt des Geländes sichtbar. Zudem bewegen sich die Monster nicht, wenn sich der Charakter nicht bewegt. Im Fernsichtmodus kannst du jedoch keine fallengelassenen Gegenstände im Gelände sehen. Wechsel zwischen den verschiedenen Modi, je nachdem, ob du auf Bewegung oder Erforschung achten willst. Du kannst den Fernsichtmodus benutzen oder abbrechen, indem du X im Feld drückst. Eine Erläuterung zu den steinernen Wegweisen hören. Ja. Der Fernsichtmodus ist erst verfügbar, nachdem du einen steinernen Wegweiser im Gelände gefunden hast. Bitte beachte, dass der Fernsichtmodus nicht in Gegenden verfügbar ist, für die du den steinernen Wegweiser noch nicht gefunden hast. Viel Glück. Vielen Dank. Nun. Okay, auch ein Hund. Ein Hundi-Hund.
können wir nicht viel machen. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Hallo. Oh Göttin Martell, gepriesen seist du. Ja gut. Willkommen im Haus des Heils. Des Bundesarbeitsministers? Bitte macht es euch in den Schlafzimmern im ersten Stock bequem. Ihr seid sicherlich müde von der Reise. Die Pilgerfahrt der Auserwählten hat begonnen. Sie muss Erfolg... Blablabla. Ja. Erfolg! Und so weiter. So. Mein alter Oma. Seid ihr auf Pilgerfahrt? Das ist schön. Bleibe ich junge Menschen zu sehen. So. Gehen wir erstmal das hier durch. Genius. Nani, Loido? Warum die Desire nanka irun daro na? Yatsura sai inakereba. みんな幸せに暮らせるのに。そうかな。本当にみんな幸せに暮らせるのかな。ん?あ、ごめん。デザイアンが悪の元凶なんだよね。なこと決まってるだろ。うん。そうだよね。よ。ein Bett ist auch zu wohnen, 100 Gold. Yep. Wird zumindest mal aufgeladen sind und dann speichern wir mal. Das muss sein. So. Auf Wiedersehen. So. Speichern. Zack. So. Hier können wir den Modus nicht einsetzen. Ah, ne, das ist ja. Ha, der Mana-Ring. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen direkt mal hier so weiter, ne? Aufs Feld. Da ist hier nicht. Ne? In Richtung Süden hieß es. Erstmal hier ein bisschen verprügeln. Ach, guck mal, ein Dieb. Sei kein Dieb. Ah, guck mal. Der Penis war erfolgreich. Maximal 7 Treffer. Ja. Erfolgreich funktioniert. Alter, was ist mit der Kamera los? Ah, jetzt. Ich hab nichts gedrückt. この地方のどこかにイフリートに通じている門があるんだってさ。この辺りが熱いのはイフリートの影響なんだ。イフリートに通じる門？それってもしかして。うん。コレットたちが目指している封印ってのはきっとそれのことだよ。 そっか。じゃあ、この地方のどこかにコレットがいるんだな。それにしてもお前物知りだな。僕はロイドと違って授業中に居眠りなんかしてないからね。No、もっとリクラフの、そう、ich habe gar nicht aufgepasst, sorry, aber was soll's. Komm, ein besiegen wir noch. Oh Gott, Schlangen und Skorpione und Schlangen. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Das war dumm. Hätte weniger oh oh sagen sollen und mehr. Ah! Du scheiß Schlange! Error, ich hab's gehört, wie du auch oh, oh geschrien. Ich gehe jetzt rein in die Stadt. Mystenoase Triet. Oh oh. Wupp, 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 wupp. Ach, guck mal. Arschlöcher. Dies ist ein Befehl von Lord Forsythus. Also sprich Lord Fake Mega Man. Wie wir ihn jetzt nennen. Kann hier so strullern, aber scheiß drauf. So. Ein Mensch namens Lloyd ist mit einem X4 auf der Flucht. Oh mein Gott! Gesundheit. Seine Identifikationsnummer ist unbekannt. Ich kenne meine SEPA. Reicht das? Sperrt sofort alle Bereiche ab.
Wie sieht dieser Lloyd aus? Sein Porträt und eine Beschreibung findet ihr unten in der Video. Seht ihr in dem Steckbrief? Wir zählen auf euch. Ja, Sir. Ja. Man kommt so schön unten so raus. Ne? Mann, Steckbriefe und Suchtrupps, die meinen es wirklich ernst. Wir müssen uns beeilen und Colette finden. Hey, ich dachte, wir suchen Colette, um sie zu beschützen. Jetzt sieht es aus, als müsste sie uns helfen. Ist es wirklich wichtig, warum wir sie suchen? Manchmal denkst du zu viel, wenn du es gar nicht musst. Ja, kenne ich irgendwoher. Nun. Erstmal müssen wir mal Folgendes tun. Heile. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 2000. Ist das der Steckbrief? Bin ich wirklich so hässlich? Du solltest froh sein, Lloyd, auf diese Weise finden sie dich doch nie. Wahrscheinlich. Nun. So. Müssen wir hier ins Hotel. Hallo. Willkommen. Wenn sie irgendwas benötigen, sagen sie uns Bescheid. Rieseneimer Sangria. Erstmal speichern wir mal. So. Willkommen im Hotel Fata Morgana. Ach, das Hotel existiert nicht, oder was? Nee. Ja, wohl komm. Eine Nacht riskieren wir. Scheißegal, ob wir jetzt drauf gehen oder später. Hauptsache, wir sind geheilt. Auf Wiedersehen. Weil ich speichere jetzt vorher nochmal. Ich mache das jetzt so wie andere. Immer speichern. Immer zur Sicherheit speichern. Immer wichtig. Denkt dran. Immer auf Speichern. Auch niemand. Auch niemand. Wo war die nochmal? War die schon hier in Triet? Noch hier raus? Nein, kann ich nicht. Das Nachtrag. Ich weiß. Don Pedro, ich habe das alles schon im Kopf und gesehen und so. Reden. Ich habe gehört, dass Iselia einen Nicht-Angriffspakt mit den Designs hat. Ich wünschte, wir hätten auch so etwas. Ein Nicht-Angriffspakt. Warum ich hier herumlaufe, ohne etwas zu kaufen? Der Ossa-Pfad ist derzeit unpassierbar. Ich will einfach nur raus aus dieser Stadt. Willkommen in der Karawanserei. Scheiß drauf. Verkaufen. Rebell ist für 1000. Was der neue die Scheiß, Mann. So, kaufen. Ein Stück. So. Wundermittel. Wundermittel haben wir noch. Magisches Auge würde ich... auch nochmal. So. Das muss reichen. Angenommen. Ja, da ist mal wieder. Sag du mal, sag mal du da. Ich? Hast du mal eine Minute Zeit? So. Gut. Meine Leidenschaft ist es, Waffen und Harnische durch verschiedene Materialien zu verstärken. Okay. Ja, aber in letzter Zeit gibt es eine Menge Schwertkämpfer, die nur Show machen. Du bist keiner von denen, oder? Natürlich nicht. Gut, dann bring mir einen Pelz und ich werde dich für deine Mühe entlohnen. Verstanden, ein Pelz, richtig. Wenn ich einen finde, bringe ich ihn hierher. Danke, ich zähle auf dich. Naja gut, es war mir jetzt wichtiger, Apfelgeld zu kaufen, anstatt dem jetzt das Pelz zu geben. Das wäre so dumm gewesen. Aber was soll's. Willkommen im Wüstenwind. Was haben wir hier so? Ritterklingen. Haben auch nur noch 800. Nee. Oh. Ja. Von wem kann das bloß nur sein? Der Colette. Das war sie schön fein. Sieh hier, das waren auch die Designs. Nein, das ist... Das muss... Ist das nicht umwerfend? Das ist der Umriss der Auserwählten. Ich bin sicher, er wird zur Touristenattraktion. Hauen Sie es lieber zu. Zumauern wäre eine sehr gute Idee, würde ich sagen. Kann ich nur empfehlen. Gehen wir hier lang. Ja, wir können diese Miauts hier mal ansprechen. Diese. Dann hier. Ich bin der Wächter der Oase. Wasser ist kostbar in der Wüste. Wir dürfen keine Tropfen verschwenden. Was sagten uns eigentlich hier die Synopse? Aufbruch in die Wüste. Schön den Mörtel drüber schwimmen, drüber werden. Ja, so richtig drüber werden.
Lloyd und Genius folgen Colettes Spur und erreichen Triette, die Wüstenoase. Die Designs sind bereits auf der Jagd nach Lloyd und haben im Ort Steckbriefe von ihm verteilt. Lloyd und Genius holen Informationen ein, wo sie Colette finden können und achten darauf, den Designs aus dem Weg zu gehen. Und zack, laufe ich den Designs über den Weg. Ich weiß alles über die Ruinen in dieser Gegend. Glückwunsch. Ach, guck mal. Willkommen in der Wüstenrose. Erste. Oder? Ich will mit dir reden. Das ist die Auserwählte, ich kann es nicht glauben. Deshalb will ich die Wahrsagerin fragen, ob das wirklich wahr ist. Oh, Wahrsagerin. Ich hoffe, die will kein Geld. Willkommen im Zelt der Wahrsagerin. Was soll ich euch weissagen? Wir würden gerne wissen, wo die Auserwählte sich jetzt befindet. Verstanden, das kostet 100 Gold. Das ist aber teuer. Hast du etwas gesagt? Nein. Na komm. Ich kann sie sehen. Die Auserwählte ist Richtung der Oase unterwegs, die zerstört worden sein soll, als Ifrit außer Kontrolle geraten ist. Ist das wahr? Der Begleiter der Auserwählten hatte selbst gesagt, es besteht also kein Zweifel. Ja, und dafür habe ich 100 Gold ausgegeben. Was habe ich getan? Scheiße habe ich getan, Mann. Alle angesprochen, hier. Das ist nicht schrecklich, das waren auch die Designs. Sie machen sich einen Spaß daraus, die Stadt zu zerstören. Das ist ja furchtbar, das sind sogar Blutspuren. Oho. Blutspuren, oioioi. Bin ich schon angequatscht? Quatschen wir den nochmal an. Okay, gut. Fällt mehr? Aufbruch in die Wüste. Ich glaube, ich weiß wohin. Ja. Ne? Warte! Oh oh. Sieht er nicht aus wie der Typ auf dem Steckbrief? Lass sehen. Ja, er sieht genau so aus. Wie schön für dich, Lloyd. Sie sagen, du siehst gut aus. Sehe ich wirklich so furchtbar aus? Du musst Lloyd sein. Ja, das stimmt. Hey, wo bleibt dein Spruch? Wer bist du, dass du mich nach meinem Namen fragst? Was soll das jetzt noch? Hä? Ich glaube, du kannst nicht wegrennen, wenn du überall Steckbriefe mit deinem Gesicht hängen hast. Du fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Schnappt ihn euch. Oh. Ja, komm her, hier, bam, 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 bam. Guck mal, Apfelgel. Nice. Und Level Up. Nicer. Das war jetzt das Jamba Wahrsager Abo. Schicke Wahrsager 1, wenn du wissen willst, was heute noch so passiert, oder Wahrsager 2 für morgen. Bei Wahrsager 3 bekommst du die Infos für die komplette nächste Woche. An 5x die 3. Ha, alles nur Gerede. Leute, hüte dich vor ihnen oder du wirst es bereuen. Ich pass schon auf, aber sie waren so erbärmlich. Oh oh. Lloyd! Oh oh. Ich habe Angst. Bitte tut mir nichts. Ich werde brav sein. Wie ein Penis. Ja. Neuschi. Ich bringe Lloyd. Wer ist denn dieses Kind? Dein Freund anscheinend. Was sollen wir mit ihm machen? Der Boss will nur Lloyd, denn da brauchen wir ihn nicht noch mitzuschleppen. Alles klar. Guck mal, Genius lassen sie laufen, aber Lloyd nicht in der Mut. Was passiert mit mir jetzt?
Leute hat mich gezwungen, herzukommen. Ich wollte ja gar nicht. Schon gut. Als einen von uns lassen wir dich gehen. Verschwinde schon. Du bist sicher, dass es in Ordnung ist? Was kann uns schon ein Kind schon anhaben? Ja, eine ganze Menge. Vielen Dank, dass Sie mich freigelassen haben. Das werde ich nie vergessen. Auf Wiedersehen, mein Herr. Aber endlich ab. Ja, nun gut. Neuji, du bist uns gefolgt. Komm, wir retten Leute zusammen. Nun. Wow. Wo bin ich? Dann tut mir dieser Leute ja richtig leid. Ja, die Hinrichtung ist ihm sicher. Hinrichtung? Was zum? Hey, Lord Botter hat euch gerufen lassen. Alles klar. Lord Botterbrot? Mit viel Buttermilch? Verdammt, sie haben mir meine Ausrüstung weggenommen und solange ich wache da ist, kann ich die Tür nicht aufmachen. Ich habe nur noch den Mana-Ring. Wenn ich die Wache damit erwischen kann. Ah, okay. Jetzt! Scheiße. Ja! Doch. Alter. Oh. Kashi. Kono tatemono dou iu gijutsu nan daro? Tobira ga katte ni hiraitari, mita koto nai mono ga takusan aru. Unbekannte Technologie. Dizai an te ittai dou iu yatsura nan da? Oh. Haben wir hier Ausrüstungen wiedergefunden. Nice, wie mache ich aber den Rest hier auf? Ist alles wieder Ausrüstung? Ach scheiße, Items. Gewand, Baskenmütze. Ich glaube, ich muss mal alles anziehen, ne? Ausrüstung. Ja, ist alles wieder an. Sehr schön. Wie komme ich denn da jetzt dran? Ah! Ein Knopf. Haben wir hier. Pelz. Ach, guck mal, Pelz! Sollten wir das nicht jemanden in der Dingens geben? Na, ja, was soll's. Gut, ich muss speichern, weil... Ja, Penis haben wir nicht mehr. Der Penis ist abgefallen. Oh oh. Oh oh, wer zum Teufel bist du? Oh oh. Gefangenenausbruch! Ah, bla 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 bla, hier alles. Scheiße, ich hab hier kein... Sword Rain, nice! Ich muss mal ganz kurz mal beibringen hier. Nach unten. Wer unten? So. Ja, ist mal warm geworden hier, ne? Kavum! Oh oh. Ja. So, weiter geht's. Ah, was haben wir hier? Hm, was ist denn das? Mal sehen. Oh oh. Wo ist der? Der Junge in Rot ist verschwunden. Ah. Ich glaube, ich weiß, wie das funktioniert, ne? So war er auch nicht. Komisch. Es gibt doch nur einen Durchgang. Wie konnten wir ihn da verfehlen? Gehen wir zurück. Ach ja, dieser Raum hat einen besonderen Mechanismus. Ja, erst damit öffnen sich die Tür, wenn die beiden da drauf stehen. Ja, das ist halt mies. Wir können da vorne können wir noch durch, aber sonst den Rest gar nicht. Das ist halt richtig heftig. Deswegen müssen wir mal, genau, prüfen. So, Mana-Ring wurde geändert. Jetzt gibt's Elektrizität. Ja, und jetzt in dem Moment... Ah, verdammt. Komm her. Hallo. Kuckuck. Oh, scheiße. Ich flüchte mal. Los. Los, aber.
vollender Arsch. Verdammt. Ich wollte aber lieber nicht alleine kämpfen. Ach ja, super. Jetzt ist er noch? Ja. Okay, die machen hier quasi einmal einen Durchgang, ne? Nee, machen sie nicht. Eieiei. Jetzt. Nein! Och! Fickende Hölle, dann kämpfe ich gegen die. Alter! Alter, was soll der Scheiß hier mit den verdammten Dingern hier? Alter, ich flüchte gleich! Fickende Hölle, ey, das gibt's doch nicht. So, taucht ein nächster auf, aber erstmal will ich mich mal hier. Apfelgel hier, mein Gott, ne, aber Orangengel warte ich noch. So, komm, nochmal. Oh Mann, falsch! Gut, kann ich jetzt hier nochmal probieren. Komm her! Arschloch! Ja! Jetzt noch auf den anderen. Muss ich anders noch hinlocken. Guck, guck! Ach! Mann! Kacke! Warte mal. Alter! Nein! Ja, es ist kacke, alleine zu kämpfen. Es gibt hier dann noch ein bisschen XP, ey, aber auch nur. Nein, nicht nochmal, Mann! Oh, leck mich! Oh, nur einer, gut. Ah! Eieiei, ich musste mich gerade ein bisschen aufregen, weil ich. Oh, wo kommt der jetzt? Von da. Oh, der andere ist auch schon wieder weg hier, das gibt's doch nicht. Ja! Jetzt komm her, du Sackgesicht. Na, ja, dann gehe ich hier oben jetzt hin. Geht jetzt nicht anders. Geht gerade nicht auf. Ja, danke! Wo ist denn der? Ah, da. Ah! Oh oh. Zumindest kriege ich das mit einem dahin. Mit einem. Ja. Jetzt noch den anderen, aber schnell. Komm. Komm an, komm an, komm an, komm an. Ja. Oh Mann, ey, brauche ich eine halbe Stunde. Auf. Komm. Komm, 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 komm. Wie du mir auf die Schenkel gehst, du blödes Stück Metall! Ah! Hat, hat, hat! Einfach nicht euer Tag, ist einfach nicht mein Tag hier, so! Oh, jetzt darf ich schon wieder machen. Oh, zu früh! Ah! Na super. Ich lieber noch mal raus. Oh Mann. So jetzt aber. Ah. Ja! Den krieg ich jetzt nicht mehr hin.
Boy! Ja, toll. Das ist genau zu einem perfekten Zeitpunkt, ey. Das. Muss auch genau in dem Pixel da stehen. Ne? Quasi so. Jetzt! Nein! Auch ein weiter! Ein weiter, verdammte Hacke! Ah! Wieder nix. Ja. Dann gehen wir nochmal raus. Gehen wir nochmal rein. Jetzt mache ich es folgendermaßen. Komm hier. Erstmal hier. Ey, Alter, wenn ich das. Oh, wenn ich das heute nicht mehr schaffe, ne? Ja! Das wird nichts mehr. Ja, das wird nichts mehr. Da muss ich ein bisschen schneller sein. Dann will ich die Steuerkreuz wieder benutzen. Komm her! Mann! Und tschüss! Nee, nein. Ja, verdammt, das ist mir so Wumpe gerade. Da kämpfen. Das ist mir so scheißegal. Gegen zwei von denen kämpfe ich nicht. Lieber mache ich das direkt, anstatt jetzt irgendwie. Komm. Ach, scheiße doch! Mann! Ja gut, kämpfe ich. Alter, ich komme nicht mal zum. Mann! Alter, ich kann nicht mal meine untere Attacke machen. Was soll denn der Scheiß? Ja. Och Mann, ey, das ist doch wohl mein. Und wenn ich dann die Attacke treffe, ey, dann. Oh meine Güte, ne, weißt du was? Wie kennen sie sich in die. Das neue Sword Brain, ne? Ja. Erscheint jetzt ein neues Ding. Ja, erscheint ein neues Ding. Ja! Und jetzt noch hier. Nein! Mann, auf einer... Och Gott, ne, ich hab schon bald keinen Bock mehr, wirklich. Das gibt's doch nicht. Auf einer Seite funktioniert's, dann funktioniert's auf der anderen Seite nicht. Und so umgekehrt. Oh. Heute ist auch einfach nicht mein Tag, was die Scheiße angeht. Jetzt aber! Nur oh, ein Millimeter. Ja! Bitte! Bitte! Jetzt geht die fucking Tür auf. Komm, ich brauch diese scheiß Animation nicht.
Ja, hurra, die Tür ist offen. Hurra, hurra, die Tür ist offen. Oh nö. Weg. Oh nö. Ah! Och nö! Alter, ey, wirklich. Alter! Scheiß die Wand an, du verdammtes Drecksding von einem Roboter! Oh Mann, ey! Wie ich die Scheißdinger hasse! Können mir gerne am Arsch kratzen! Wenn ich mal am Arsch kratzen muss! Einen verdammten dreckigen Speicherkristall gefunden! Das Speicherkristall gefunden! Ich bin fast am Abnippeln! Hab keinen Bock auf die Scheiße, das alles nochmal zu machen hier! Weg! Ja! Ja, kann ich nun den Speicher... Oh, jetzt habe ich das weggeklickt, ne? Oh, ich bin so ein Depp. Kann ich mal diese ganzen Sachen essen, ne? Oh, keine Ahnung, wie es jetzt läuft. Okay. Oh, das komische Ding in der Mitte hat einen Raum, das hat sich, in der Mitte des Raums hat sich gedreht und ich glaube, das Licht da hat aufgeleuchtet. Hm, ich höre etwas hinter der Tür auf der Seite, wo das Licht aufgeleuchtet hat. Vielleicht soll ich mir das ansehen. Ja, wahrscheinlich hier. Nein, die ist verschlossen. Ja. Hier ist sie offen, sehr gut. Hier ist nichts. Ja, schön, gut, dann nehme ich mal die Mitte. Oh, ich muss eigentlich strullern wie ein Sack. Strullert eigentlich ein Sack? Keine Ahnung, ne? Ist zu. Ist auch zu. Ja gut, das hat dann wenig gebracht. Dann geh doch. Nee, ich nehme ja auch noch für YouTube auf. Hab keinen Bock, das Video zu schneiden. Da muss ich jetzt so eine 5-minütige Pinkelpause jetzt nicht herhalten. Ist sowieso noch so eine Viertelstunde oder nur noch. Ist auch zu. Zyklussperrsystem. Diese Ebene verwendet das Zyklussperrsystem. Die Ladepfeile müssen mit vollartiger Elektrizität geladen werden. Voltartiger Elektrizität, Entschuldigung. Um die einzelnen Abschnitte zugänglich zu machen. Die Pfeiler entsprechen den 180, 90 und 45 Grad Paneelen auf dem Boden. Bringe die Farbpunkte im Zentrum in Einklang. Ah, ich verstehe kein Wort. Doch, ich schon. Ich schätze, ich muss diese Pfeildinger da drüben mit Elektrizität beschießen. Ja. So wie ich das auch vorhin gemacht habe. Ich glaube, ich werde mal erstmal kurz den hier machen. So, das heißt, ich habe jetzt den Raum da aufgemacht. Passage zum Hangar ist offen. Müsste, glaube ich, hier sein, ne? Ja, genau. Und tschüss. Tschüss. Hat mir nicht gefallen. Oh Gott sei Dank. Reißzahn gefunden. Ja schön, bringt mir gerade ein wenig. Was ist das für eine Maschine? Oh. 8 Stück. Danke. Ja. Verkaufen. Es ist im Moment scheißig aufs Pelz. Ich kann so viel Pelz kriegen, wie ich will. Ne? So, Speicherkristall. Ja, den verkaufen wir nicht. Was haben wir denn hier? Prüfen. Verstehe keinen Sinn, hab kein Wort. Bla bla bla. Schon mal was anderes an. Okay. Da kommen wir auch nicht weiter. Okay.
Beide haben Schlag gekriegt. Okay, das heißt dann, ich müsste theoretisch den dann nochmal drücken. Nee, andersrum. Lucky Trash Production. Daniel, bist du das? Guten Abend. Ne? Oder etwa in die Gruppe reingeschrieben, dass ich live bin? Nein, nicht so dumm. Was geht? Ich bin gerade höchster Konzentration. Jo. vielleicht dann nochmal hier. Ah, es war eine Sequenz. Yes! Grün! Passage zum Kontrollzentrum ist offen. Das wollte ich. Hat sicher 100.000 nix. Don Pedro, das ist nicht der Daniel. Du musst nicht gleich sofort jeden da. Ich kenne sehr viele Daniels, Don Pedro. Du musst nicht sofort sagen, ja, das ist dieser Daniel. Das ist ein anderer Daniel. Ja, alles fit ist bei mir. Ich bin gerade nur leicht angefressen wegen dem Spiel hier, aber sonst geht es mir gut. Sorry, aber das musste gerade sein. Ich. Oh ne, schon. Wo bin ich jetzt gelandet? Es ist noch ein anderer Daniel. Der war hier mal als Lucky D, glaube ich, ne? Warst du mal hier drin? Ich weiß auch nicht. Alter, das Bild von Lloyd ist nice. Ja. So, lassen wir mal Bender sprechen. Ach, guck mal hier. Schnauzbart. Türke. Nein. Ja, das war ich. Gut. Das habe ich noch in Erinnerung. Intelligenz und so, weißt du. Oh oh. Ja, da würde ich auch wie so ein Stein gucken. Sag mir deinen Namen und ich sage. Ist mir jetzt aufgefallen, dass ich ein S im Namen vergessen habe. Du, passiert. Also, du hast ja, ich glaube, 90 Tage Beschränkung, um deinen Nicknamen zu ändern auf Twitch. Also, wenn du diese 90 Tage vielleicht schon durch hast, dann kannst du es vielleicht wieder ändern. Ne? Kann ja auch passieren. Zack, da weiß er, dass er Leute ist. 12 Stunden noch. Woo! Das heißt morgen Vormittag um 10. Und wenn ich es wäre? Na gut, japanische Untertitel brauche ich gar nicht vorlesen. Nee, nicht der Botter. Oh nö. お前はイセリオソッタディザイア。お前がロイドだったのか。これは傑作だ。ボタ。私は一旦退く。奴に私のことを知られては計画が水の泡だ。巫女の処理はいかがしますか。お前に任せる。了解しましたぞ。 Leute, wenn du das nächste Mal gehörst du mir. Warte es nur ab. Ja. Soll schon mal Gummis kaufen? Oh oh. Penis! Ach nee, Genus! Und Colette und. Wie hieß der eine? Kratos! Seid ihr nur alle wegen mir hier? Nein, ich bin zum Kuchenessen gekommen. Oh nö! Echten Kampf. Stopp! Ja, ich mach's mal. Hier, malisches Auge. Ja, auf den da! 4200, ja, das kriegen wir doch hin hier!
Bin aber voll angekratzt, aber scheißegal. Ach ja, wir haben ja noch Kratos. Alter Verwalter hier, der haut aber rein, du. Na gut, dass ich noch Apfelgift vorhin gekauft habe. Hoppala. Ich glaube, ich sollte vielleicht mal meine... Genau, komm hier. What the fuck? Dieser verdammte Botter. Mit seinem Botterbrot. Ich glaube, ich werde mich aber auch selbst erstmal nochmal heilen. Wie viel hat er noch? Oh, mehr als die Hälfte. Alter. Komm, ich gebe mir, nee. Oh, scheiße, Colette lebt auch nicht mehr. Moment, scheiße. Alter. Kratos macht das mal. Hier, Wasser des Lebens. Wir brauchen mal. Oh, oh. Alter, das schaffen wir nicht! Das schaffe ich nicht! Wen hab... Was soll der Scheiß? Ich hab mir doch Apfelgeld gegeben! Warum hab ich's nicht gekriegt? Verfluchte Hacke! Was soll denn der Scheiß? Ich fick ihn gleich mit seinem scheiß Buttermesser hier! Alter! Du Wichser, komm mal her hier! Alter! Ficke deine Mutter, ey! Das... Nein! Nein! Kannst gleich deine Zähne aufheben, ey. Wichser. Okay, letztes Wasser des Lebens kriegt Genius. So, auf geht's, du verdammt. Och, scheiße. Och, nee, nicht schon wieder Kraftschub. Och Gott, leck mich doch am Arsch, du Butterbrot. Du Butterbrot, du! Also ich würde an deiner Stelle das Video nicht auf YouTube stellen bei dem ganzen Geschimpfe. Was soll passieren, Don Pedro? Ich hab... Lena feiert, wie du eskalierst und da fehlt ein Snickers. Und Don Pedro, das sind Emotionen beim Spielen. Soll ich etwa emotionslos da sitzen oder was? Da kommen mal diese Emotionen mal raus. Und wenn es gesperrt wird, wird es gesperrt. Meine Güte! Als... Doch, auf YouTube, ach. Wer schaut sich denn so... Wenn das wirklich so kommen sollte und das Video gesperrt wird, ne? Dann sollte sich YouTube echt mal über... Weil ich muss das ja... Um das mal ganz kurz zu erklären. Ich werte das Video ja nicht für Kinder auf. Wenn sich das kleine Kinder angucken, nur auf ihre eigene Gefahr. Und für die, die das dann halt, ne? Ich sag's nur, für eigene Gefahr. Menschlicher, wie sagt man so, wie sage ich das immer so schön? Gesunder Menschenverstand, den es gar nicht gibt. Weil dann müsste jedes meiner Videos dürfte überhaupt nicht erscheinen. Dann dürfte ich gar nicht streamen. So. Entschuldigung für die Probleme, die er bereitet hat.
Elternhaften für ihre Kinder. Eben! Und darauf setze ich, auf diesen Verstand. Klar, den, ich sage immer, der existiert nicht, aber es gibt halt welche. Will ich keine Diskussion während des Zockens anfangen. Weil dann brauche ich gar nicht anfangen zu zocken, weil dann können wir diskutieren. Und wir zocken jetzt hier und fertig. Und für die, die das auf YouTube sehen und sich dann beschweren, hey, der beleidigt zu viel, das sind Emotionen, die rauskommen. Warum bin ich 5 Minuten danach wieder gut gelaunt? Hallo? Man ist halt mitten im Kampf drin und wenn ich dann mal halt immer irgendwie ein Geschimpfe rauslasse, was eigentlich U18 ist, ist für die, die U18 sind, ist das nicht mein Problem. Ganz einfach. Ja. Noishi, du bist auch hier. Eine Frage. Das kristallene Objekt auf dieser Waffe, ist das einer der X-Fears, die Genius erwähnt hat? Oh, ist mir auch warm. Der Spruch ist ja juristisch gesehen falsch. Don Pedro, wie weit willst du eigentlich noch gehen? Melde doch gleich diesen Kanal hier, wenn du so weitermachst. Obwohl, du bist Mod. Dann müsste ich dir die Mod-Rechte entziehen. Weißt du, wenn... Oh, nee, komm. Ich hab echt... Auf den Scheiß habe ich keinen Bock. Auf den Mist habe ich echt keinen Bock. Ne? Weil dann brauche ich das Spiel auch nicht streamen. Brauche ich gar kein Spiel mehr zu streamen. Ganz einfach. Gibt schlimmere Leute hier auf Twitch. Deutlich schlimmere. So, schon wieder weg. Muss morgen früh raus. Schönen Gruß an euch beiden. Bleibt gesund, ne? Schönen Abend euch noch. Und Snickers pfeife ich mir noch rein. Als, keine Ahnung, haben kein Snickers zu Hause. Wahrscheinlich deswegen. So, ach ja, du verwendest ja auch ein X4. Das ist dir also aufgefallen. Stell dir mal vor. Was sind denn X4s eigentlich genau? Das zu erklären dauert eine Weile. Reden wir darüber, wenn wir in Triet sind. Okay, Neusch, gehen wir. Wo sind wir? Alle im Arsch. Ja. Och, hallo, kann ich die... Kamera ist auch hier wieder mal. Nein. Nein. Oh nee. Ah, da. Triet. Lloyd. Erkenne den Feind. Nanda yo. Sakihodo no tatakai da ga. Ashi de matoi datta tte iitai no ka? Waruku nai. Sukoshi ude o ageta you da na. E? Motto jibun to tatakau aite no koto o shiru no da. 自分の技を理解すればより効果的に敵にダメージを与えることもできる。毒を持つ敵と戦うこともあれば、魔術によって能力を与えさせる。いや、だめ、それ逆なんでしょ。アシャクナップでしょ、さ。アシャクナップでしょ、さ。ポップスハーブライト。ナガクナってしまったな。行くぞ。ごめん、これ、どうします？ Dem Trainingshandbuch wurden Kombos und Combos und Statuseffekte hinzugefügt. Das Trainingshandbuch ist im Übrigen hier. Ja, hier Statuseffekte. Statuseffekte im Kampf kann es durch Attacken der Gegner zur Veränderung des Status kommen. Es ist gefährlich weiterzukämpfen, wenn man durch Statuseffekte beeinträchtigt wird. Wundermittel halt, Gift, tödliche Gift, tödlicher Gift, Paralyse, Fluch, Versteinerung. Ja, dann haben wir noch halt Kombos, Kampftechniken und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal schnell nach Triet. So. Ich bin fix und fertig. Ich brauche eine Pause. Ja gut. Ja, dann gehen wir dort zum Gasthaus und reden dort. Anders ausgedrückt sind diese X-4s Verstärker, die unsere schlummernden Fähigkeiten wecken. Ob ich auch einen verwenden könnte? Das wäre schwierig. Ohne Schutzfassung zerstören X-4s den Körper. Können wir nicht eine Schutzfassung herstellen? Wie gesagt, eine Schutzfassung wird durch das Verarbeiten von Hemmerz hergestellt. Ist das Erz... In das Erz wird ein Spruch eingraviert, der den X-4 zügelt. Das ist eine geheime Kunst, die nur den Zwergen bekannt sein soll. Ja, ich kann den Spruch gravieren, aber nur mein Papa könnte das Erz verarbeiten. Hm, in unter diesen Sachen zufällig etwas
Hemmerz ist unter diesen Hemmerz. Rain, hast du das von zu Hause mitgebracht? Natürlich, das sind wertvolle Forschungsmaterialien. Dies ist eine heilige Vase aus dem Balakluf-Mausoleum. Dies ist ein mit Juwelen besetztes Schwert aus dem Tempel von Mattel. Das hier ist eine Priesterkrone aus den Ruinen von Asgard. Ja, Asgard. Dies ist Gelberz aus den Hima-Minen. Was zum... Das ist doch alles Müll. Was sagst du da? Peinlich. Oh, das ist der X hier. Das ist doch... Ah, das habe ich von der, vor der Menschenfarm gefunden. Er hat eine Gravur in der Sprache der Engel, daher habe ich es mitgenommen. Professor, das ist eine Schutzfassung. Die Gravur ist schon ziemlich abgenutzt. So kann man sie nicht verwenden. Oha. Das bringe ich in Ordnung. Keine Sorge, Professor Rain. Morgen können Sie Ihren X4 anlegen. Wirklich? Danke, Lloyd. Tut mir leid, dass du dir diese Arbeit machen musst, aber ich weiß es wirklich zu schätzen. Ja. Okay, fertig. Jetzt bringe ich sie Professor Rain. Trotzdem labern wir mal ein bisschen. Wenn du fertig bist, solltest du zusehen, dass du dein ein bisschen Schlaf kriegst. Ich weiß. Was der nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Ich glaube, oben sind die, ne? Schöne dabei ist, wir müssen nicht einmal ja. Doch, Rain wollten wir doch hin, zu Rain. Sensei? Was nicht, Professor? モンスターについて調べたことをまとめている。あなたこそ夜更かしはいけなくてよ。先生の要の門を直してたんだよ。え、分かっているわ。でも無理よ。旅は長いのだし、いつでも構わないのよ。ってことは、俺もジーニアスもこの旅についていっていいんだな。花からその積もりでしょ、白々しい。 Hattest du es nicht von Anfang an geplant? Machen wir nichts vor. So da. Kaname no mon ga dekita kara, watashitoku yo. Mou naotta no? Arigatou, Lloyd. Kore ga X-Fear. Tsukaikata wa Genius ni kiite kure. Professor, es tut mir leid. Was denn? Ich habe Genius in diese Sache hineingezogen. Oh, das. Die Dinge haben sich so entwickelt, weil ich versucht habe, jemanden von der Farm zu retten, ohne darüber nachzudenken, welche Folgen das haben könnte. Bereust du es? Weiß es nicht. Zu jener Zeit konnte ich das Leid vor meinen Augen einfach nicht ignorieren. Was du getan hast, war moralisch richtig, aber gegen das Gesetz. Du kannst nicht ändern, was geschieht, aber du kannst ändern, was geschehen wird. Dich selbst ändern. Um die Welt und um dich herum. Und die Welt um dich herum. Ja, ich glaube, sie haben recht. Ja. Und Genius. Ziemlich beeindruckendes Schnarchen. Nase zu halten, lass ihn schnarchen. Ja, komm. Wer ist denn es? Wow. Dumme Jungs. Na, ich gehe dann mal. Gute Nacht, Professor. Danke, Lloyd. Schlaf gut. Was sagt denn die Uhr? Ich glaube, wir machen auch mal langsam Feierabend. Das ist also ein X4. Wundervoll! Ja. Oh. Kratos verduftet. Geht er noch um diese Zeit hin? Wollte ihm folgen. Lass ihn in Ruhe. Stopp! Okay, ich sollte ihm folgen. Loidoka. Sumanai, odorokasete shimatta yō da na. Odoroita nante mon ja nee yo. Ja, erschrocken ist nicht das richtige Wort. Hast umgebracht!
あんた、動物が好きなのか？いや、別に。にしちゃ、ノイシも敵意を持ってねえみたいだけど、こいつ他人になれないから。私も昔、動物を飼っていたことがある。へえ。ロイド。なんだよ。お前は立ち筋が荒い。もう少し隙をなくすように心がけるんだな。命を落とさないためにも。くー、ちょっと俺より腕が立つと思って偉そうに。わお。くそ。Gut, ich glaube, wir sind alle. What? Okay. Draußen. Sind die denn schon alle weg? Jo, die sind schon alle weg. Dann würde ich einmal nochmal so speichern. Lustigerweise haben wir auch schon so gespeichert. Gehen wir mal nach draußen. Da ist ja dann das ganze Team wieder. Oder die ganze Gruppe, sagen wir es mal so. Wir können endlich gehen und das Siegel brechen. Ja, ich werde mein Bestes geben. Das Siegel, von dem Rimmel gesprochen hat, befindet sich in den Ruinen von Triet, südwestlich von hier. Cool, sehen wir uns das mal an. Wie lange deine Begeisterung wohl anhält? Lange, jawohl, du wirst schon sehen. Mir fällt gerade ein, ich möchte dir das hier gerne geben. Huh? Monsterliste. Zum Schutz der Auserwählten ist es wichtig, Informationen über unsere Feinde zu sammeln. Ich soll das tun? Ich werde dir helfen. Tu einfach, als seien es Hausaufgaben. Ah. Also Hausaufgaben. Also bei Lloyd heißt es, also Genius muss sie machen. Oh, Rain hat sich der Gruppe angeschlossen. Gott sei Dank. Wir sind heiltechnisch im Arsch. Gut. Ja, Rain hat aber auch noch nicht so viel. Gucken wir aber entsprechend erstmal aller Status mal nach. Colette ist Nachwuchsauserwählte. Kratos Söldner, Lehrerin, die haben noch nicht alles. Das ist schon mal klar. Wie viel Galt habe ich? Ich wollte gerade nachgucken. 4009 Galt. Ich habe ja auch noch, wie es ja so schön heißt, die Dingens verkauft. Und ja. Probe, 1, 2, Baskenmütze. Da kaufen wir noch eine Holzschild, Lederhandschuhe, Handschuhe, Cape, braucht niemand. Ja, ist in Ordnung. So, Ausrüstung. Baskenmütze. Giftblocker, ja, nehmen wir mal den Giftblocker mit rein. Gewand. Oh, Lichtgewand. Nice. Einmal Band. Handschuhe. Ja, natürlich. Nee, lassen wir es mal so. Dann kriegt noch Rain das Band. Und die Handschuhe. Gut, damit hätten wir alle. So, hier gibt es eine kleine Geschichte. まだロイドとジーニアスのこと認めていないのかしら。世界の運命を担うには心も若すぎる。彼らに救済の旅の責任を負い切れるかな。私もエルフとはいえ小さな村の教師、あなたはお金で働く傭兵。そういう意味では私たちも世界救済という大業は荷が勝ちすぎているのではなくて。確かにな。So, wir könnten eigentlich auch jetzt den anderen Shit verkaufen, ne? Gewand. Ne? Baskenmütze. Genius bräuchte die Baskenmütze. Okay. Gut, ja. 100, nicht? Ja, gut. 100. Wir haben noch eine Baskenmütze. Warum habe ich die nicht entdeckt? Genius. So. Warte, wir haben ein Gewand. Niemand. Ach so, ja. Können wir das auch noch verkaufen? So. Geh aber dann mal trotzdem mal hier hin.
So. Ah, kein Wasser des Lebens mehr. So, alles verballert. Oder aber dann dennoch. Ich glaube, hier kann ich nicht speichern. Ne, öffentlich kann ich, also in der Stadt kann ich nicht speichern. Gut. Die Synose sagt, die Queste. Lloyd und Genius erzählen Colette, was passiert ist, und sie erlauben ihnen, sie zu begleiten. Und so beginnt Lloyds wahre Reise. Eine Reise, die göttlichen Siegel zu brechen und die Welt zu erneuern. Das Siegel des Feuers. Lloyd und die anderen machen sich auf den Weg zu den Ruinen von Triet, die sich südwestlich von der Stadt befinden, der Stadt Triet befinden. Sie beherbergen das Siegel des Feuers, von welchem der Engel Rimmel erzählt hat. So sieht's aus. So. Und das ist nämlich südwestlich. Hier irgendwo. Hier da hinten was leuchten. Das sieht schon nice aus. Obwohl, komm. Müssen sowieso auch ein bisschen leveln. Oh mein Gott, ein Schlangenhase! Oh Gott, schon wieder so umgedreht. Ist jetzt ein bisschen anders, als wenn jetzt zwei draufhauen, ne? Oh, Level Up bei Kratos. Nice. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt ein Vogelschlange. Vogelschlange! Nice! Aqua Edge! Genius! Und ein Ei. Kein Hühnerei. Was war denn hier? Was ist los, Professor? Sie sehen besorgt aus. Ich frage mich die ganze Zeit, warum viele Wissenschaftler Wissenschaft und Magietechnologie verbinden. Wie? Die Wurzel der Magietechnologie, die Macht der Magie, konnte von der Wissenschaft noch nicht nachgewiesen werden. Trotzdem, Professor, ja, fragen Sie sich nicht, warum Sie mit jemandem reden, der absolut keine Ahnung hat, worüber Sie sprechen? Lloyd, was? Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich ordne ich nur meine Gedanken, indem ich sie jemandem mitteile. Sie werden also weiterreden, oder? Well! Komm her. Schlangenhase! Ich weiß, das sind kleine Fische, aber auch kleine Fische machen einen großen Magen satt. Dann bräuchten wir endlich mal ein bisschen was zum... Wie viel Galt haben wir jetzt? Ne, warte, ich wollte... 55 Galt, die geben kein Galt, ne? Aber XP geben die, das ist zumindest was Besonderes. Zumindest. Da. Ups, wo kommst du denn rein? Ah, guck mal hier, ganze Armee voller Wildtieren. Hallo, ich hätte gern den Wolf. Der Wolf. Die Schlange. Weg. Na, guck mal, Hühnchenfleisch und Ei. Das Problem ist, wir können immer noch nichts kochen. Da ist die. Oh komm, dich nehmen wir auch noch mit. So. Ah, guck mal, diesmal ein Skorpion. Ah, der uns vergiften kann, ne? Das haben wir beim letzten Mal ja mitgekriegt. Venus. So. Da. Waren wir. Okay. Noch nicht hier. Du noch. Dann betreten wir den. Ah, Diebe. Das ist mal nice. Von denen könnten wir eventuellerweise auch ein bisschen mehr kriegen. Also vier gegen einen. Oh, magisches Tuch und Reis. Magisches Tuch. Magisches Auge, Monsterliste, magisches Tuch. Ein Tuch aus dem... Heißt es überhaupt Tuch? Oh, weiß ich nicht. So, die Monsterliste können wir uns auch mal angucken. Hier, Pilz, Wolf, Schneehase, Klapperschlange, Zombie,
ein Geist, ein Golem, ein Rabbit. Scheiße, Satellitendinger. Ein Dieb. Ein Einpeitscher. Ein Einpeitscher! Hallo! Ein Schütze, ein Fußsoldat, ein Falke, eine Riesenwespe, ein Skorpion, eine Kakerlake, ein Mukus, ein Expelua, ein Virda, ein Botter. Hier, Botterbrock. Der blöde Sack. So, wir gehen jetzt hier in die Ruinen von Triad. Und dann ist auch Schluss für heute. So. Skada. バテてる。もう砂漠は飽き飽きだぜ。どうした、ノイシュ。気をつけろ。敵だ。おぬ。よし。What the hell？決まれ。無理をするな。ファーストエイド。決まれ。Asteroido! Ja, da hat Kratos recht, das sind zwei Asteroiden gewesen. Mann, das war erbärmlich. Ja, schuldigen! So. Was ist das? Ich habe mich nicht gelernt. Lloyd lernt Guardian, Colette lernt Damage Guard, Rain und Genius lernen Force Field. Ah, so. Ja, linken Stick nach unten und X. Verbraucht aber auch TP. Ja, sonst habe ich ja nur mit X versucht zu decken, also sprich mich zu beschützen. Und jetzt kann ich das mit Force Field halt machen, beziehungsweise mit Guardian, weil ich ja mit Lloyd spiele. Sonst habe ich ja früher in der Gamecube-Version von Tales of Symphonia oder auf der PlayStation 3 war das, glaube ich, 3 oder 4 war das, spiele ich ja dann immer Genius oder habe ich immer Genius gespielt mit einem Freund zusammen und habe dann da entsprechend immer Force Field eingesetzt. Schon wieder weggelaufen. Gut. Okay, den Rest, och nee. Sugoi, sugoi. Yappari Lloyd wa tsuyoi ne. Na kota nai yo. Colette no okage sa. Watashi wa oshiro de mite ta dake da yo. Du bist auch aus mitgekämpft, Colette. Nehmt euch ein Zimmer. So. Nee, hier ist ein Fuhin. Ich habe eine Mosho, aber. Superlassi! Fantastisch! Ist immer so. So, und ich versuche es immer zu verheimlichen. Rain erhält den Titel Archäologentick. Stein des Orakels steht dort geschrieben. Colette, ここに手を当てろ。それで扉が開くはずだ。本当かよ。これは巫女を識別するための魔術が施された石板だ。間違いない。Geheimschalter. Auch nicht schlecht. 開きました。すごい。なんだか私、本当に巫女なんでしょ？よし、ワクワクしてきたぞ。その集中力が続けばよいが。So.
Kann ich jetzt speichern? Nein, kann ich immer noch nicht. Ja, dann gehen wir mal rein. Oh Mann. Nicht speichern, ne? Ich will speichern und Feiern machen. Alter, warum? Alter, was sind das hier für Dinger hier? Alter. Scheiße, wir haben zwei dieser Lavados-Fake-Dinger hier. Komm her, du scheiß Lavados-Fake. Die wahrscheinlich niemand drum gekümmert, ne? Ja, nun gut. Wurm? Oh Gott, nee, du. Alter, hier mit Feuer. Spielt mit Feuer. Ja, Genius kann mit seiner Wasserattacke hier wirklich abräumen, ne? Also das ist auch kein Scherz jetzt. Kraftschub. Ja, komm her. Jetzt bin ich auf 180. Alter. Hallo? Ja. Wasser des Lebens. Sehr gut. Brauche ich. Haben wir irgendwo ein Speichersiegel? Eine Kiste. Die wir nicht aufmachen können. Okay. Wow. Hey, dort ist eine Fackel. Hier stand einst eine Stadt, die durch Ifritis Höllenfeuer zerstört wurde. Versuchen wir sie anzuzünden. Okay. Na, guck mal. Oh, da ist ein Speichersiegel, ne? Oh nee. Ich will da hin. Hey, der Boden hat sich bewegt. Interessant. Dieser Ort muss etwas mit Ifrit zu tun haben. Wie auch immer, lasst uns alle Fackeln anzünden, an denen wir vorbeikommen. Okay. Na gut. Na komm her. Oh Gott, was haben wir denn hier? Den Ausimaldage oder was? Nein, falsch. Alter. Vogel! Kriegst du es jetzt anders zu tun? Kriegst du es jetzt. Oh. Alter. und Wundermittel. Level up für Lloyd. Nice. Und ein Speicherkristall gefunden. Ja, ein Speicherkristall. Warum kann ich die Kiste nicht öffnen? Das ist eigenartig. Ziemlich eigenartig, aber nun. So, gehen wir mal hier lang. Hier könnten wir eine Kiste erstmal finden. Apfelgel, nice. So, ah, okay. Verstehe. Oh, nee. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger jetzt dauern, anstatt wie ich es jetzt geplant habe. Ne? Und nein, nicht so nach vorne bewegen. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde sie automatisch so ziehen. Na. So, dann kommen wir da hin. Ich meinte eigentlich, hallo. So, dann geht das nach oben. Das glaube ich nicht geplant war, aber egal. Das ist schlecht. 1000 Gold! Ja, lecko Schmatzo. Und was? Mumbai gefunden? Mumbai. Lloyd hat neues Schwert. So, damit hauen wir aber rein, hoffentlich. So, da können wir dann. Ja, gut. Dann so erstmal. So, dann wollen wir mal austesten, die neuen Schwerter hier. Tiger Blade. Nice. Tiger Blade, endlich.
Demon Thing, Sonic Thrust, Tiger Blade. Sollte vielleicht. Hallo, ich sollte vielleicht auch mal treffen. Nicht meine TP verschwenden. Sollte vielleicht mal auch mal zur Sicherheit mal entsprechend die TP so aufladen. Ich aber gleich. Was haben wir hier? Armreif gefunden und Wasser des Lebens. Guck mal. So, Armreif. Könnte wer gebrauchen? Verteidigung. Nein, nicht an Genius. Oh Gott, der hat gerade am wenigsten Verteidigung, was er dazu bekommt, ne? Ja, gut. So. Mal erstmal hier den Vogel kaputt. Oh Gott. Nee, das war hier, genau. Komm her, Alter. Ich nehme den Vogel. Komm, ich nehme den Vogel. Komm her. So. Ah gut, der hat nichts dazu gegeben. Aber habe auch schon Schwierigkeiten damit gekriegt. Oh, nice. Verarscht! Kieschte! Die komplette Schwachsinn drin! Ups. Und ich habe gerade noch so gedacht, ich gebe mir noch ein bisschen Apfelgel, ne? Am Arsch die Räuber hat er nicht getan, der Junge. Ich bin so ein Depp. Aber was soll man... Ja. Alter. Sag ich von hinten an. Alter, das kann... Alter! Das kann so nicht weitergehen, ey. Was ist denn hier los? Warum? Okay, nee. Ich flüchte. Flucht. Nee. Und ich habe wieder keinen. Oh. Aber du bist dir da ganz sicher, ne? Ganz sicher war die. Am Arsch bist du dir da sicher. Dreckige Kiste. Scheißkiste. Komm her. Mann. Ja, für mich ist er jetzt auch schon die. Mann, greif doch an, Mensch. Dann muss ich hier gleich auf Tastatur springen. Na, guck mal, Colette Level Up. Da habe ich mich aber echt wirklich blamiert gerade mit der Kiste. Wenn ich jetzt nicht geflüchtet wäre, dann. Okay, hätte ich Feierabend machen können. Aber jetzt nicht. Oh Gott! Okay, verkacken wir hier, mach ich Feierabend. Dann ist mir gerade alles so egal. Oh, Powerhammer kann sie. Nee. Müssen wir mal ganz kurz mal Apfelgel, damit ich weiterkämpfen kann. Komplett für den Arsch, ey. Rain lernt auch was. Apropos Rain. Nee, das wollte ich nicht machen. Charaktertausch. Kratos kann mal Feierabend machen. Beziehungsweise schon mal
Pause machen. Ausrüstung. Genius kriegt erstmal. Hä? Okay. Kann ich was kochen? Nee, ich kann nichts kochen. Status. Rain. Das haben wir bei Archäologen-Tick. Dankeschön. So. Wo muss ich den Stein hinpacken? Aha. So, einmal so. Versuche ja jetzt zumindest den Speicherkristall noch irgendwie zu aktivieren, bevor wir dann halt den Boss machen. Ja, was ja auch sehr wichtig ist. Dann müssen wir noch ein Steinchen woher bekommen, nicht? Erstmal in die Kiste. Reif gefunden. Nice. Reif. Nicht Marcel Reif, sondern ein Reif. Der bringt nichts. Gut. So. Ja, Speichersiegel brechen. Oh, Gott sei Dank. So. Dann speichere ich nochmal zur Sicherheit. Werden uns dann beim nächsten Mal, obwohl ich kann auch aus dem Spiel dann rausgehen, ich speichere noch einmal. Werde ich dann beim nächsten Mal definitiv dann mich mal darum kümmern, dass wir Discord kann erstmal zu dass wie gesagt so, weil jetzt ein bisschen länger drüber, aber die 2 Stunden haben gepasst, so heute bis 23 Uhr ist ein bisschen was anderes als sonst eigentlich immer, ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Aber ihr wisst schon, nicht alles ist immer perfekt oder normal oder so. Ne? Und bezüglich dieser ganzen Geschichte, dass ich jetzt so rumkrakeelt habe und alles, das sind halt Emotionen, die man halt auch mal beim Zocken rauslässt. Also ich weiß, ihr meint das nicht ernst. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der das halt nicht versteht. Aber dann kann ich halt für sein Nicht-Verstehen kann ich da nichts für, ganz einfach. Hier muss ich nicht überall einblenden, ne? Gaming-Emotionen oder Emotionen zum Videospiel enthalten oder so. Also, wenn ich ehrlich bin, ne? Wir haben genug dumme Menschen auf diesem Planeten, ne? Wer es aber dann nicht versteht, dann ist es nicht mein Problem, ganz einfach. Ich muss es einfach mal so loswerden. Und das will ich halt auch einfach mal loswerden, ne? Und wie gesagt, wenn halt mal, ne, Emotionen mal hier die Rolle spielen, dann spielen sie halt mal hier die Rolle, ne? Ist halt öfters mal so. So, Leute, ich hoste mal rüber zum lieben Mr. Rage, ne, der gerade Invisible spielt. Obwohl, wir haben beim letzten Mal, oder? Warte, am Dienstag habe ich wohin geradet? Zu Malastrus, glaube ich, ne? So war das, genau. Malastrus haben wir beim letzten Mal schon. Das ist ja dann auch gut. Nun gut, wie gesagt, ich hoste, oder lasse ich auch, nee, komm, ich raide da mal rüber. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und wie gesagt, macht euch mal darüber keine Sorgen. Wenn das Video, ohne Scheiß, für den Fall der Fälle, dass es dann gesperrt wird, wird es gesperrt, ganz einfach. Dann nehme ich es offline, dann gibt es das halt nur hier auf Twitch, ne, dann haben die auf YouTube halt Pech gehabt. Weil wie gesagt, bei einem kleinen YouTube-Kanal wie meinem, da werden sie halt nicht so viel sagen. Ne? Also, wer sich da jetzt so groß drum Sorgen macht, machen soll, das soll, wenn schon ich sein. Und ich mache mir darum keine Sorgen, weil es gab schon öfters mal Streams, wo ich mal ein bisschen über die Stränge gegangen bin. Und apropos über die Stränge, am Samstag, das möchte ich gerne auch nochmal sagen, am Samstag nämlich, gehen wir auch ein bisschen über die Stränge, dann geht es nämlich wirklich mal wieder ab. Am Samstag geht es auch wieder dann ganz normal, ganz, wie ihr das eigentlich kennt, um 19 Uhr los. Update live natürlich mit News vom Freitag und vom Samstag dann noch. Und danach gibt es Games Live nicht nur mit mir, sondern noch mit einer weiteren Person. Ja, und das Besondere dabei ist, ich gebe euch einen Tipp, diese Person darf sogar hier anwesend sein. Ja,
Mehr muss ich eigentlich auch nicht sagen, dann wirst du schon Bescheid, wer es nämlich ist. Sonst könnt ihr es gerne in den Chat schreiben. Ich sage noch nicht, wer es ist, aber ich sage jetzt mal zumindest, dass ich jetzt Feierabend mache. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wie gesagt, das Ganze seht ihr dann alles morgen auf YouTube, beziehungsweise für die, die es jetzt auf YouTube sehen, meldet doch das Video. Aber bestimmt gibt es den einen oder anderen Spaß, der das auch macht. Sorry, wenn ich das so sage. Sorry, wenn ihr euch so angesprochen fühlt, dann... Ja, fühlt euch nicht so angesprochen. Das wäre nämlich eine sehr gute Sache. Wolltest du einen Stream mit der Person nicht am 16.05. machen? Es gibt da noch einen anderen, ein anderes Projekt, was ich mit der Person mache, mein lieber Don Pedro. Manchmal weißt du nicht so viel, wie ich immer weiß, wenn ich hier meine Streams plane. Aber wie gesagt, spontan kann da auch noch alles gehen. Aber wie gesagt, ich habe gerade X auch noch vergessen, dass es morgen Morning Stream geben wird. Von 9 Uhr an gibt es Kickoff. Hier bei der Echo TV live natürlich mit News, mit ein bisschen Gelaber und mit ein bisschen guter Laune zum Morgen. Also ich denke mal, das wird wohl auch klappen. Nur das Problem wird sein, dass ich morgen früh alles vorbereiten muss, weil wie gesagt, heute ist es, wie gesagt, es wird halt mal vorkommen, dass es Streams um 20 Uhr gibt. Es wird auch mal vorkommen, also es um 20 Uhr erst starten. Es kann aber auch vorkommen, dass ich kurzfristig sogar sage, es gibt gar keinen Stream oder halt irgendwie was anderes, je nachdem. Ich habe es ja auch schon mal erklärt von der Woche. Gut, morgen früh geht es dann weiter um 9 und dann auch am Samstag, also in der Abendzeit um 19 Uhr. Also schon eine gute Nacht. Wir sehen uns. Tschüss.